Na, fahren wir wieder nach oben. Das war es offensichtlich nicht. Ja, ich war einfach zu... dann können wir auch das E-Book mitnehmen. ja, Lesemuster selbst. 1, 2, 3, 4. Nächste Seite. 1, 2, 3, 4. Mit anderen Worten, entweder ihr seid verdammt schnelle Leser oder ihr nutzt die Pause-Funktion im Video. Und wir gehen hier weiter, weil wir sind unter Zeitdruck. Wir wollen jetzt hier weiterkommen. Wir wollen jetzt hier wissen, was abgeht. Yay. Das erinnert so ein bisschen an die alten DOS-Spiele. In Half-Life 1 gab es, glaube ich, auch so einen Laser, den man gerade am Anfang ausweichen musste. Den müsste man hier jetzt mal einspielen. So, tüdüm. Geklaut. Ja, wir gehen weiter. Klar, was sollen wir auch sonst tun? Und hacken hier uns lustig durch die Städte von Taeyong Medical. Auch wenn wir natürlich total nervös sind. Was ist mit Megan? Das wird noch eine ganz harte Kiste hier für uns zu schlucken, glaube ich. Habe ich so das Gefühl. Das könnte noch echt eklig werden. Nicht, dass sie jetzt lebt und dann doch nicht mehr lebt, weil sie die dann umgebracht haben oder so. Das wäre ja ätzend. Zugriff gewährt. Fünf Erfahrungspunkte. Oh, süß. Ja, also 5 Erfahrungspunkte extra. Schön. Und na, hier ist nichts drin, außer einem PC. Schön. Wunderbar. Also Sicherheitslücken sind hier drin. Schau mich mal um. So ein bisschen nervöse Kameraführung gehört dazu, weil wir sind ja so aufgeregt. Und haben auch hier wieder einen Computer gefunden. Den müssen wir bestimmt genau wieder zwangsöffnen. Nennen wir es mal. Zugriff gewährt. Aber einen Stopp wohl mitgenommen. Dann haben wir hier die dringende Antwort. Vertrauliches Angebot. Ach so, das ist so ein Quatsch wieder. So, ja, hier, ich will Werbung und Spam. So, ich glaube, jetzt müssen wir wieder ein bisschen vorsichtiger werden. Denn die Büroräume hier sind nicht nur von uns augenblicklich besucht, sondern da gibt es auch noch den ein oder anderen Bewohner, der tatsächlich was gegen unsere Anwesenheit haben könnte, wenn er davon erführe. Aber das wüssten wir zu vermeiden im Optimalfalle. Drei, eins. Zugriff. Haha. Ja, also ich verzichte hier drauf, den ganzen Käse vorzulesen, weil ich habe da im Moment echt keinen Schnief zu. Und ich gebe es ja ganz offen zu, mein Bedürfnis mit einem neuen Let's Play anzufangen, namentlich Batman, respektive dann, je nachdem wie lange ich hierfür noch brauche, vor allen Dingen Diablo 3. Ich lade euch übrigens alle ein, zum einen natürlich von frodo.de aus zu bestellen, also über den Amazon-Link, den ich auf der Seite habe, das würde mich sehr freuen, aber also vorzubestellen, vorbestellt ist bei mir jetzt auch. Wow! Sowie, ja, Diablo 3 wird ja sehr wahrscheinlich wieder Multiplayer-mäßig unterwegs sein. Ich freue mich da über jeden Mitspieler, den ich da finden kann. Vielleicht finden wir ja den einen oder anderen, machen so ein riesiges Let's Play raus. Also ich werde auf jeden Fall die Story spielen, aber man kann ja auch irgendwie Multiplayer-mäßig da was machen. Ich weiß ja, ich habe keine Ahnung von Diablo. Ich habe Diablo 1 gespielt, fand ich super. Ich habe Diablo 2 gespielt, aber immer nur im Singleplayer. Ich bekenne mich da durchaus als kleines Singleplayer-Nerdchen schuldig. So, den haben wir. Da vorne der Kollege, der macht mir so ein bisschen Angst. Den können wir uns aber, glaube ich, noch gar nicht schnappen, weil nämlich hier noch jemand drin sein müsste. So wie ich das sehe. Oder auch nicht. Dann können wir uns den schnappen. Klar. Aha.
Da war eine Kamera drin. Aber die hat uns verlassen nicht lang genug gesehen, glaube ich. Das bedeutet für uns erstmal hier komischen Typen weg. So. Außer Schusslinie. E-Book. Auch das werde ich nicht vorlesen. Auch das könnt ihr über Pause nachträglich nochmal durchlesen. So wie ich es dann auch. Wenn ich mir dieses Video nochmal angucken sollte. Was ich übrigens höchstwahrscheinlich tun werde. Ich schaue meine Let's Plays selber relativ häufig nochmal nachträglich an. Nicht um sowas wie einen Kontrollblick zu haben, aber ich spiele ja auch im Normalfall hier Spiele, die ich gut finde. Wow! Und da macht es einfach. Hey, was ist passiert? Einfach Sinn, hin und wieder mal zu gucken. Haha! Ja, also ohne alarmiert scheint das nicht zu funktionieren. Schrotflinte, Schrotflinte haben wir nichts mit zu tun. So, wunderbar. Dann gehen wir mal rüber. Optimalfalle, bevor das Ding hier misstrauisch wird. F1. F1 wieder aus. Und dann schauen wir hier rein. Elektropfeile nehmen wir mit. Haken das. Vielleicht können wir hier ja die Kamera abstellen. Das wäre ja optimal. Oh. Verschaffen uns einen Überblick, wie gehabt. Ich denke, das kennt ihr alle schon. Da muss ich, glaube ich, zum Hack nicht mehr besonders viel erzählen. Das wäre, denke ich, auch so langsam ernsthaft langweilig. Wer es nicht kennt, dann habt ihr das Deus Ex Let's Play bislang noch nicht großartig mitverfolgt. Ah, da ist die Kamera, wunderbar. Damit hat sich das auch erledigt. Dann können wir hier nämlich Krach machen, wie wir wollen. Und, ja, cool. Das öffnen wir, das hacken wir. Hacken. Raus. La. Ob wir das schaffen? Ja, klar. Wunderbar, ein paar Credits bekommen. Unterstützung, uninteressant, brauchen wir nicht. Haben wir nicht. Wir sind hier der einsame Cowboy, Reiter, was auch immer. Boah, was sie hier Geld rumliegen haben, Wahnsinn. Wenn das bei mir auch in den Schubladen so verteilt wäre, dann würde ich also echt anders unterwegs sein. Und nicht ständig darum betteln, dass ihr auf Amazon klickt. So auf der Frodo.de. Weil das könnte dann zumindest meine Stromrechnung etwas entlasten. Deswegen bin ich da so geil drauf. Denn es ist erstaunlich, was so ein Computer an Strom frisst, wenn er ständig in Betrieb ist. Der ist also hier, ja, so ziemlich den ganzen Tag immer unterwegs, weil ich halt noch so ein altes, langsames Ding habe, welches ich zwar letztens neu gekauft habe, aber das ist auch jetzt nicht unbedingt das stärkste System. Und vor allen Dingen habe ich eine langsame Leitung, im wahrsten Sinne des Wortes, die, ja, doch relativ lange braucht zum Hochladen. Das heißt, ich habe also für die Videos quasi immer einen PC 24/7 an, um da Videos hochzuladen, zu komprimieren und so ein Käse. So, wir haben hier einen Schleichweg gefunden, den ich auch benutzen werde, weil es nämlich Boni gibt. Manchmal. Nein. Mich beunruhigt, dass ihn jemand töten konnte. Dem Typen möchte ich lieber nicht begegnen. Oh, armes Tuk-Tuk. Ja, cool. Dann sagen wir doch mal Hallo. Hallo. Tada. Und
und tadao. In der Hoffnung, dass jetzt nicht irgendwo anders noch irgend so ein Hampel rumrennt, den wir noch nicht gesehen haben. Weil ich lasse dich nämlich jetzt einfach liegen. Weil ich jetzt kann. Hier waren wir schon. Hier haben wir uns den Schleichweg. So viele Waffen. Ich freue mich. Und so wenig Platz im Inventar. Oh, schön. Hier dieses komische Dingens. Ja, wir hacken hier wie die Wilden uns auch durch die Computer. Ach ja, das kann man eigentlich gar nicht mehr großartig anmoderieren oder spaßig nennen. Zwei links, zwei rechts einfallen lassen ist wie Stricken, nur anders. Hier in Deus Ex. Auf der anderen Seite, ich möchte glaube ich auch gar kein... Ja, das war blöd. Egal. Also ich möchte glaube ich auch gar kein realistisches System hier haben, was Hacken angeht, weil... Ich glaube, wenn man es wirklich alles von Hand machen würde, ist das doch vergleichsweise kompliziert. Ich weiß, dass es Maschinen gibt, ich weiß, dass es Algorithmen gibt, die Passwörter und so einen Käse relativ gut aushebeln können, auch heute schon. Das ist ja jetzt nicht so, dass das alles aus der Luft gegriffen ist, sondern ein System zu hacken ist ja durchaus möglich, aber ich glaube, wenn wir das hier wirklich machen würden, dann wären wir ja Stunden beschäftigt, weil auch höhere Rechenkapazität sorgt ja für einen höheren Sicherheitsgrad und bla bla bla. Also, nee, ist schon okay, wie es ist, denke ich. Oh, das könnte zwei benötigen. Ja. Da waren wir ein wenig langsam. Ist aber nicht so schlimm. Ach je. Highlights mal, feindliche Übernahme, ja, uninteressant. Also das scheinen hier so ein bisschen die Büros für die höheren Angestellten zu sein, vom Platz her. Was haben wir hier? Auch ein Büro, übrigens Computer kann man von hinten nicht haben. Ich finde die Bildschirme hier so super cool, ist das? Das ist so Flachbildschirm in extrem cool. So, Spam. Spam ist gut. Das ist auch gut. Was haben wir da? Transfer. Ach, den wir nicht nehmen können, weil... Blöd. Ah, das reicht. Das reicht. Ja, sehr schön. Statusbericht, bla 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 bla. Aber der Proband ist entkommen, außerdem ein Versteck noch Raumart haben. Der Proband, ja, Erlaubnis erteilbar, Besitz musste nichts. Was für ein Proband? Haben die hier wieder mit heimlich mit Menschen gearbeitet? Na? Experimente an Menschen sind böse. Was ist das denn? Das scheint so eine Augmentierung zu sein, aber was mag das sein? Das könnte ein Knie sein, würde ich tippen. Oder? Oberschenkel plus Knie? Das ist dann der Unterschenkel und das ist die Hand. Ja, super. Ja, das könnte auch ein Arm... Ja, ist auch egal. Also das sind verschiedene Augmentierungen offensichtlich. Hier fehlt eine. Oder das ist nur ein sehr kleines Teil, auf das man besonders stolz ist. Kann natürlich auch sein. Wow! Ich bin nicht da. Nein, ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Denk an was Schönes. Mach's dir bequem. Nimm den Keks. Sieh dann. Hätte ich fast gesagt. Misstrauisch. Yeah. Nicht mehr misstrauisch. Lassen wir den mal hier rüber wandern. Ich möchte Mass Effect 2 weiterspielen. Oder nochmal spielen, um genau zu sein. Ich habe es ja schon mal gespielt. Das war vielleicht cool, Leute. Das kann ich euch erzählen. Also wenn ihr es noch nicht habt, Mass Effect 2 ist total tolles Spiel. Das lohnt sich auf jeden Fall. So. Ach, das hat sich nicht gelohnt. Wow. Ja, ist okay. Ich bin gar nicht da. Ich bin noch gar nicht da. Gehe aus meinem Mondlicht. So. Guck mal hier. Hier sind wir in einem Besprechungsraum mit einem E-Book, welches ich auch übrigens nicht vorlesen werde. Scheint so eine Werbegeschichte zu sein, bla bla bla, ist Shanghai entwickelt und so weiter und so fort. Ach ja,
interessiert niemanden. Kein Schwein. Ja, diese Werbetexte von Firmen, ne, da gibt es also wirklich... Ich meine, ich habe ja nichts gegen einen gut geschriebenen Werbetext. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja so ein bisschen aus der Generation, ich möchte auch unterhalten werden. Ja, diese klassische Konsumgesellschaft. Und, apropos Konsumgesellschaft, müssen wir jetzt einen Moment warten. Dann geht darüber. Wann geht er wieder zurück? Jetzt geht er wieder zurück. Hacken. Verbindungstrend. Nee, das ist mir zu heikel. 6905 war die Kombination, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und die werden wir nutzen. 6906, knapp daneben. Piep, 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 piep. Mach dir nicht ins Hemd. Alles ist gut. Denk an was Schönes. Mach's dir bequem. Haha, Kamera ausgetrickst. So. Und endlich sind wir am Fahrstuhl und gehen weiter Richtung Chefin von Taeyong Medical. Mal schauen, was die uns zu sagen hat, denn die hängt ja offensichtlich ganz tief drin. Sarif, Mann. Hi. Verdammt. Vanbrugen? Dachte mir, es interessiert Sie, dass ich die kleine Überraschungsparty im Hotel überlebt habe. Und während wir uns unterhalten, verlasse ich dieses Kaff. Alles dank Ihnen. Sie wollen mir danken? Dann vergessen Sie diese Frequenz. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe hier gerade Ihr Konto vor mir. Wissen Sie, Sarif sollte Sie wirklich besser bezahlen. Vanbrugen? Sie müssen mir nicht danken. Genießen Sie es einfach. Tja. Auftragsmord jetzt schon ab 2000 Credits, wie ihr seht. Denn wir haben ihm ja gut den Weg freigeschaufelt. Da war ja im Hotel nicht mehr viel, was ihn hätte abschießen können. Naja, gut. 2000 Credits haben oder nicht haben. Ich hätte sie gerne. Hat jemand von euch zu viel Geld oder ist Hobby-Hacker, dem ich eine Pistole überreichen kann, damit er sich danach bedankt in Form von Zahlungsmitteln? Ich wäre dafür. So. Hier sind wir dann doch bei der Chefin. Oh, wie cool. Ich glaube, ich halte einfach die Klappe und lasse es auf euch wirken. Was haltet ihr davon? Ja, das machen wir jetzt so. Wir gehen zur Chefin und den Weg dahin, den werde ich jetzt stillschweigend und beeindruckt mit euch vornehmen. Also hören wir uns dann nach einem voraussichtlichen Video-Intermezzo wieder oder nach dem Gespräch mit der Chefin. Zugriff gewährt. Zugriff gewährt.